Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, ich bin total überfordert, total so boom-mäßig. Mein Kopf fühlt sich an, als ob ich in tausend Stücke zerplatzen wollte. Und ich erzähle euch auch gerne gleich warum, aber ich muss euch auch irgendwas anderes erzählen, bevor ich anfange, das zu erzählen. Also erzähle ich euch. Gestern war ich mit meiner Pflegerin, hallo an dieser Stelle übrigens, zusammen beim Edeka. Und da haben wir Punkteaktionen eingelöst. Da habe ich diese wirklich coolen Tassen, Becher, Dingens da bekommen. Und ja, das Coole an denen ist, das sind so doppelt berandete. Also, dass wenn man da was reinfüllt, dass dann das innen heiß ist, aber man außen nicht heiß hat. Und ja, der Vorteil an solchen Gläsern ist, man verbrennt sich nicht die Finger. Der Nachteil ist, man verbrennt sich meistens die Zunge. Aber ich habe die nicht nur in so einer großen Größe, ich habe die auch noch in der etwas kleineren Variante. Und ja, kann ich euch auch noch gerne zeigen. Wartet. Mensch. Die sind dann so richtig schön Handgröße. Also voll putzig. Ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, woher das kommt, aber die riechen voll lecker innen drin. Naja. Ja, gut. Das wollte ich auch einmal loswerden. Gut, dann kommen wir jetzt zu der Geschichte, warum ich gerade so ultra überfordert von der Welt bin und was mich gerade so zum gebracht hat, ist. Ich fange die Geschichte jetzt einfach mal so an, wie ich es eben in meinem Kopf geht. Nämlich, als ich ein kleines Kind war, bin ich sehr oft gefragt worden, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Was willst du mal machen, wenn du groß bist? Und dann habe ich angefangen, so als Kind zu überlegen, mit kindlichen Gedanken natürlich nur, was ist für mich die Definition von, ich bin jetzt groß? Und ja, ich bin jetzt groß, ich bin erwachsen, ich bin jetzt selbstständig. Was ist meine Definition davon? Und meine Definition war, einen eigenen Handyvertrag abzuschließen und irgendwas regelmäßig machen, was mir Spaß macht, wo ich Freude dran habe. Und ja, und angefangen habe ich letztes Jahr ja mit YouTube. Und das ist das, was mir Freude macht, was mir Spaß macht, was ich regelmäßig mache, was mir ein bisschen auch ein Zeitgefühl gibt und was ich wirklich auf keinen Fall mehr aufhören möchte, am liebsten. Und ja, dann heute war es dann soweit, dass ich meinen ersten Handyvertrag abgeschlossen habe. Und ja, irgendwie ist es dann so gewesen, dass mir urplötzlich die Decke auf den Kopf geflogen ist. So dieses, ich habe plötzlich alles das gehabt, was ich als kleines Kind als jetzt bin ich erwachsen definiert habe. Ich habe endlich sozusagen eine Berufung gefunden, als etwas, wofür ich mich einfach berufen fühle, nämlich vor der Kamera sitzen und euch ein bisschen zu erzählen, wie es bei mir ist, was bei mir los ist und wie es mir geht und alles. Und zum anderen dieses einfach urplötzlich, diese Verantwortung von einem Handyvertrag. Ich habe immer jahrzehntelang zu jedem gesagt, ich brauche nie im Leben einen Handyvertrag. Ich bin ja nicht oft genug draußen, um den zu nutzen. Aber das war jetzt so, dass ich einen echt extrem vergünstigten Preis bekommen habe, dadurch, dass ich eben jetzt auch gerade unser Telefon umgestellt wurde. Und ja, da habe ich dann meine Mom angeschaut, so nach dem Motto, sollen wir das, sollen wir nicht? Und meine Mom hat dann auch wieder mich angeguckt und dann haben wir halt einfach gesagt, okay, wir machen es jetzt. Und ja, dann bin ich nach Hause gekommen und bin da so gestanden. Und meine erste Reaktion war so, ja, das war eigentlich echt meine erste Reaktion, gar nichts. Ich habe mich nicht gefreut, nicht irgendwas. Ich war einfach nur so, ja. Dann so meine zweite Reaktion war, dass ich urplötzlich so eine richtige Panikattacke bekommen habe. Weil das war immer das, was ich für mich als Kind definiert habe, als jetzt bist du erwachsen. Das ist so dieses. Und was heißt Erwachsensein dann in diesem Fall? Es war mir dann irgendwie viele Verpflichtungen auch anzunehmen, viele Dinge zu tun, die ich bis dato nicht probiert habe. Und irgendwie war das dann so für mich
ein viel zu realer Schritt in die erwachsene Welt. Ich meine, ich habe schon tausend kleine Schritte in den letzten Jahrzehnten gemacht, die mich aufs Erwachsenwerden vorbereitet haben, aber so wirklich diesen Riesenschritt, den ich jetzt gerade für mich gemacht habe, für mich innerlich auch, das war irgendwie in dem Moment zu viel für mich. Und da bin ich dann wirklich da, ich bin zitternd nach Hause gekommen, wirklich, ich war wie Espenlaub. Und habe da meine Mom auf jeden Fall auch so, meine Mom hat zu mir gesagt, ruf an, wenn du oben ankommst. Also wirklich, ruf an, mein echt ernsthaft, ruf an. Das war so, sie hat es mir, glaube ich, wirklich dreimal gesagt, diesen Satz. Und dann so war es so, dass ich dann auf jeden Fall oben angekommen bin. Da habe ich auch angerufen. Dann habe ich zu meiner Mutter so gesagt, Mama, das ist viel zu teuer. Mama, das ist viel zu viel. Mama, ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Dann ist meine Mutter auch hochgekommen, hat mir Aconitum gegeben. Ein Tipp von mir übrigens für jeden, der mal eine Panikattacke hat, Aconitum. Und das sind Kügelchen und Globuli, die helfen dann. Und ich kann jetzt übrigens nicht garantieren, dass ich nur allein auf dieser Tonspur bin, weil ich gerade meine Mutter sehr laut telefoniert. Also falls ihr das Telefonat von meiner Mutter mitbekommt, Entschuldigung. Auf jeden Fall habe ich meiner Mutter mir dann die Aconitum-Globuli gegeben. Und ich bin ehrlich gesagt immer noch total überfordert, aber ich habe dann in dem Moment gedacht, ich möchte jetzt euch einfach an diesem, ja, ich möchte euch das jetzt erzählen und irgendwie so, vielleicht hilft mir das jetzt mal so in meinem Kopf zu verarbeiten. Und ja, und dann habe ich auf jeden Fall erstmal, als ich dann, habe ich eine Weile lang mich erstmal hingesetzt, habe mir ein paar Videos auf YouTube angeguckt, habe mir die neue Varo-Staffel ein paar Folgen angeschaut. Ich gebe es zu, ich bin irgendwie, mag ich das gerade zurzeit total gerne. Dann habe ich meine Gläser hier, die ich jetzt gerade hier schon neben mir stehen habe, angestarrt ein paar Minuten. Das ist auch so eine Sache, so die ersten Sachen für die zukünftige eigene Wohnung zu sammeln. Das habe ich auch schon seit Jahren gemacht, aber irgendwie wird es mir jetzt erst wieder so richtig bewusst, dass ich jetzt wirklich langsam in ein Alter komme, wo man sich über sowas Gedanken machen kann, wirklich. Meine zweite Reaktion war dann, meine Mutter anzurufen und zu sagen, du Mom, ich sehe nicht vor 26 aus. Das war so diese zweite Reaktion, erstmal wieder so richtig Kindergarten zurückzuverfallen und nicht mehr erwachsen zu handeln, sondern einfach wirklich zu sagen, ich will jetzt gerade wieder Kind sein, ich will jetzt gerade nicht so erwachsen sein. Ich weiß, es muss sich jetzt für viele Leute verrückt anhören, weil ich sage, ich habe einen Handyvertrag abgeschlossen und viele schließen da ihren ersten mit 16 ab und das war jetzt mein allererster. Aber irgendwie war das für mich so ein richtig wichtiger Schritt und ja, dieser Schritt war irgendwie auch, ja, ich weiß nicht, ob das der richtige war oder nicht, das kann ich euch vielleicht in ein, zwei Jahren sagen, aber es war jetzt einfach durch den Vertrag mit einem neuen Telefonvertrag, mit dem, weil wir da immer Umstellung hatten und das alles war es eben vergünstigt und hat auch noch einige Vorteile drin, sowas wie, dass ich jetzt eine Auslandsflat habe in der ganzen EU, also da kann ich jetzt von überall nach Hause telefonieren. Ich kann jetzt voll IT machen, IT nach Hause telefonieren. Aber ja, das war einfach so, es gab so viele gute Argumente, warum ich den abschließe. Und ja, jetzt habe ich das eben gemacht und wow, das ist irgendwie schon schräg. Ich würde dann sagen, ich bin heute wirklich ein bisschen Pillepalle. Also für mich ist das jetzt ein Riesenschritt und ich wollte euch einfach daran teilhaben lassen. Also falls das Video doof war, tut es mir leid und schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wann hattet ihr euren ersten Handyvertrag? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eben eine E-Mail an diebell.riedmeier@outlook.com. Ich werde mich jetzt wieder ins Bett schmeißen und wahrscheinlich die nächsten 3 Stunden noch total die Lebenskrise haben. Und ja, ich wünsche euch aber trotzdem noch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Ciao!